Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute wieder eine neue Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Eddie! Schnell, schnell! Was ist denn? Ich möchte mein Konto auflösen. Verzeihung, mein Herr, würde es Ihnen etwas ausmachen, diesen Tisch mit jemandem zu teilen? Keineswegs. Danke sehr. Eine wunderbare Idee, nicht? Ein Kostümfest mit lauter unvergesslichen Filmstars. Absolut Ihrer Meinung. Ah, sehr gelungen. Sie sind bisher der Einzige, der als Karajan gekommen ist. Sie irren sich. Nicht Karajan? Dann verraten Sie doch mal, wen Sie so darstellen. Das ist doch ziemlich offensichtlich. Kann sie im Moment nicht unterbringen. Ich bin auf dem Fernsehen. Auf dem Fernsehen? Sind Sie der mit dem Sparschwein da? Nein. Manchmal trete ich auch zu zweit auf, mit so einem Blödmann. Ah, dick und doof. Bin ich etwa dick? Sehen Sie, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Mein Name fängt mit H an und gelegentlich singe ich auch. Heino. Bin ich blond und trage eine Sonnenbrille? Meine Anfangsbuchstaben sind HJ. Klar. Hier ist das Johannes. Das gibt's doch nicht. Ich stelle Harald Junke dar. Nee, Sie haben überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Junke. Ganz schlecht geschminkt. Pass es mal auf. Well, 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 welcome to the club. Hm? Kenn ich nicht. Jetzt will ich mal was Sensationelles verraten. Ich stelle nicht nur Harald Junke dar, sondern ich bin Harald Junke. Ich bin es persönlich. Das können Sie doch jedem erzählen. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Das will ich Ihnen sagen. Der echte Junke, der steht nämlich dort drüben. Ach, wie süß, Rudi Carrell. Was für eine reizende Idee. Sie irren, gnädige Frau. Ich bin, Ach, ich liebe den Rudi. Ich würde alles für ihn tun. Mir völlig wurscht, wen, Sie würden alles für ihn tun. Hm. Wie wäre es mit einer Tasse Kaffee bei mir, Rudi? Manche mögen's heiß. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie es früher einmal war. Weißt du, was ich toll an dir finde? Ja? Du weißt immer, wann man aufhören muss. Herr Ober? Kaffee haben. Selbstverständlich, mein Herr. Herr Ober? Tut mir leid, mein Herr, aber dies ist nicht mein Tisch. Ja, sehr schön. Ja, weiter so. Den Kopf etwas nach hinten. Ja. Und jetzt noch einmal hochschauen. Ja. Ausgezeichnet. Sehnsuchtsvoller, sehnsuchtsvoller. Ja, ja. Und jetzt traurig, tief traurig, tief traurig. Ja, und jetzt richtig schön verworfen. Ja, verworfen, verworfen. So, und nun den Schlafzimmerblick. Schlafzimmerblick, Schlafzimmerblick. Ausgezeichnet. Und jetzt wild, wild, wild. Den Kopf nach hinten werfen, nach hinten. Ja, danke, aus. Das war's.
Bitte. Sie wünschen? Ich habe einen Tisch auf meinen Namen bestellt. Ollmann. Tut mir leid, Herr Ollmann, das geht leider nicht. Was geht nicht? Ich kann Sie nicht hereinlassen. Ja, hören Sie mal, was soll denn Sie das? Sie tragen keine Krawatte. Keine Krawatte? Das ist ja ungeheuer. Tut mir leid, so geht es nicht. Jetzt ist aber genug, ich bin ja hier schon tausendmal. Wahrscheinlich mit Krawatte. Jetzt aber Schluss, ja? Wir wollen jetzt an unseren Tisch. Tut mir leid, so geht es wirklich nicht. Na komm, Hans-Georg, es gibt ja schließlich noch andere. Ja, kleinbürgerlicher Pissladen. Guten Abend. Lülling, Edgar Lülling, ich habe einen Tisch bestellt. Das wäre dann Tisch 6. Angeklagter, Ihr Name ist Ihnen bekannt. Sie heißen Wulfried Albert Fürchtelings Holunder? Ja. Rufname Josef? Ja. Und ich gehe auch recht in der Annahme, dass Sie wissen, warum Sie hier sind? Ja. Circa 55 Jahre alt? Ja. Sie üben einen Beruf aus? Ja. Haben Sie mit Menschen zu tun? Ja. Die kommen auch zu Ihnen? Ja. Wenn ich zum Beispiel zu Ihnen käme, wäre mir dann hinterher wohler als zuvor? Nein. Kann man wirklich nicht sagen. Jetzt, da habe ich noch gar nicht gefragt, welches Schweinderl hätten Sie denn gern? Die Dame neben Ihnen. Dann beantrage ich jetzt meine 30 Sekunden für das Kreuzverhör. Als die Polizei am 30. Juni in Ihr Haus eindrang, da waren Sie abwesend? Ja. Im Gegensatz zu der Leiche in Ihrer Waschküche, die war da? Ja. Was schließen Sie aus der Leiche? Dass sie tot war. Angeklagt. Sie haben in der Voruntersuchung bei der Kriminalpolizei... Herr Staatsanwalt, der Herr Verteidiger hat für seinen Mandanten den Joker gezogen. Damit kommen wir zum Malespiel. Ab jetzt sagt der Angeklagte bitte kein Wort mehr. Und der Herr Staatsanwalt hat nur noch eine einzige Frage. Bitte sehr. Wulfried Albert Fürchtelings Holunder, was sind Sie? Ein See, ein Draht, ein Gestell, ein Ständer, ein Tisch, ein runder Tisch, ein Rundtisch. Da. Gibt es sowas? Mit Boden dran, ein Hocker, Stubenhocker, ein Kraftwerk, Kernkraftwerk, Atom. Mit Ohren dran, ein Atomwissenschaftler. Der was im Kopf hat, ein Knüppel im Kopf, ein Quatsch, Apotheker, ein Apotheker! Ganz dicht dran, Herr Staatsanwalt, es ist das Apothekenzeichen. Und wie nennt man das? Mörser, Mörs, es weg, die hin. Mörder, Mörder, Mörder! Und nun hat unsere Jury das letzte Wort. Bitte. Scholl!
macht dann im Namen des Volkes für den Kandidaten 20 Jahre. Und jetzt zieht der Herr Staatsanwalt noch seinen Joker. Damit verdoppelt sich der Gewinn auf 40 Jahre für den Angeklagten. Herzlichen Glückwunsch und gute Nacht.